Hallo Skorpion, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Skorpion. Wow, wie viele Schwerter, Skorpion, fünfte Schwerter. Fünfte Schwerter, ich habe nur Schwerter auf dem Tisch. Ja? Also, ich habe hier schon eine komplizierte Situation. In manchen Fällen habe ich hier vielleicht mit einer Operation zu tun. Ja, ich meine, in Verbindung mit den anderen Karten, die ich auf dem Tisch habe, ja, dass man hier vielleicht mit der Gesundheit zu tun hat. Wenn das nicht mit dir direkt zu tun hat, dass vielleicht durch in der Familie einer Person, die jetzt krank ist. Ja. Ich sehe hier schon so eine Situation gibt es hier. Fünfte Schwerter, also. Die Gedanken sind natürlich hier in dieser Karte sehr, sehr präsent. Ja, also die Gedanken sind hier, ja, König der Stäbe, Feuerelement, Sternzeichen Schütze, Löwe oder Widder, einen Vater, eine Mutter, einen Großvater, eine Großmutter, eine ermächtigte Energie auf jeden Fall. Wenn das hier jetzt für dich Arbeit ist, ist der König der Arbeit auch nämlich. Der König der Stäbe ist der König der Arbeit. Also es gibt hier eine vielleicht komplizierte Situation mit dieser Person. Ja, es gibt hier schon eine komplizierte Situation mit diesem König der Stäbe, ja. Es kommt drauf an, wer diese Person jetzt für dich ist, Skorpion. Aber ja, es könnte nämlich schon für eine Person, die direkt mit deiner Familie zu tun hat, ja, nochmals, Feuerelement oder sonst, ja, ich bin am Denken, wie du merkst, also Puppe der Kelche, du siehst ja, also Vater, Kind, Mutter, Kind, eine familiäre Situation ist hier zu sehen, ja, für manche Altersunterschied oder sonst ist, weil ich hier wirklich mit einer familiären Situation zu tun habe. Ja, Vater, Kinder und so weiter. Ja, weil Kinder, also der Puppe hier, sieht auch wirklich wie ein Kind aus. Ja, also im Vergleich mit diesem König der Stäbe. Ja, es gibt hier eine familiäre Situation, Skorpion. Ja, und zweite Schwerter. Also viele Schwerter auf dem Tisch. Ja, schau mal bitte jetzt die Gerechtigkeit, erste Schwerter und sechste Schwerter, fünfte Schwerter auf den Tisch, zweite Schwerter hast du ja gesehen. Ich spüre hier eine Situation, die man nicht so richtig wissen kann. Also eine Sache weiß ich nicht hier so genau. Ich habe Zweifel,
Ich habe hier, es gibt hier ein Gefühl von Blockade, weil man eine Situation nicht wissen kann. Also Skorpion, ich sehe hier schon eine Operation. Ne? Das könnte hier für einen OP reden. Sagen wir mal, jetzt, das spricht für dich, nicht für die Gesundheit, ja? Also, das spricht nicht für die Gesundheit für dich. Ist das eine juristische Sache, eine juristische Kommunikation? Via Mail oder Telefon, wie auch immer, oder Post? Eine juristische Sache kommt nächste Woche auf dich zu, wo man hier eine Situation verlässt. Also, Skorpion, ich sehe hier auf jeden Fall klare Kommunikation. Egal, was das hier jetzt für dich wirklich in deiner Situation heißt, gibt es hier klare, wichtige Aber, weil immerhin ist die Gerechtigkeit und Ast der Schwerter. Diese Kommunikation gibt dir Klarheit, weil ich sehe hier Klarheit. In eine bestimmte Sache gibt es Klarheit. Diese Klarheit, die du bekommen wirst nächste Woche durch eine wichtige Kommunikation nochmals, bringt dir Veränderungen. Aber deutliche Veränderungen. Diese Veränderungen für manche kann sogar mit einem Umzug zu tun haben. Eine Reise, einen Umzug, einen Verlassen. Ich gehe, ich verlasse die Situation. Skorpion, diese Kombination von Karten, die ich hier habe, ist wichtig. Ja? Also, ist wichtig. Und nur du kennst deine Situation, nur du weißt, was das hier für dich reden kann. Ich sehe hier eine Übergangsphase, eine klare Übergangsphase für was Neues. Man geht von einer komplizierten Situation, ich sehe hier schon eine komplizierte Situation. Aber man geht, man verlässt eine Situation. Wow. Sternzeichen Waage, bei dir sehr präsent, Waage, aber ja, ich meine Zwilling oder Wassermann nämlich auch. Krebs nämlich auch. Schütze. Ich meine Wasserelement sowieso und Feuer nämlich auch. Schau mal, von diesem Deck, Skorpion, von diesem Deck habe ich für dich auch ein paar Karten rausgeholt und kam die Karte der Flitterwoche. Sehr interessant, weil diese Karte hat mit diesem sechsten Schwerter viel gemeinsam. Und du siehst ja hier einen Boot, ja? Also man merkt hier eine Handlung. Eine geografische Distanz nämlich auch. Ich spüre hier eine geografische Distanz, eine Handlung, eine Reise, eine Bewegung. Beide Karten haben viel gemeinsam. Ich sehe hier doch eine Übergangsphase. Eine klare Veränderung, ja? Veränderung auf jeden Fall. Ich sage nicht, dass das einfach ist, ja? Das sage ich auf gar keinen Fall. Also ich spüre hier eine komplizierte Sache. Skorpion, ich spüre eine komplizierte Sache. Und ja, und nur du weißt, was das hier überhaupt sein kann. Nur du. Aber diese Situation hier ist nicht leicht. Nein, nicht leicht. Für eine Gruppe habe ich hier natürlich eine Scheidung, eine Trennung. Es ist ja fast deutlich, aber das spricht natürlich nur für eine Gruppe. Weil für eine andere Gruppe gibt es ja auch sogar eine Kündigung. Ja, von der Arbeit. Ich kündige und ich gehe. Es ist logisch, es ist deutlich hier. Ich kündige und ich gehe. Nochmals eine Scheidung, nochmals eine Trennung, eine OP. Es kommt jetzt drauf an. Ich sehe hier eine klare Übergangsphase. Also ja, sehe ich. Sehe ich. Eine Reise, einen Umzug für eine Gruppe oder eine Situation verlässt man hier. Und das kommt durch eine wichtige auch Kommunikation.
Schau mal jetzt, Skorpion, es kam nämlich diese Karte plus, dies könnte der die richtige sein und des Wartens wert. Diese Situation, die ich hier habe, hat jetzt viel Zeit genommen, sehr wahrscheinlich, aber es hat sich gelohnt zu warten. Es hat hier mit der Zeit, ist mit der Zeit verbunden. Hinter dem Deck kamen religiöse Faktoren. Also dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Religiöse Faktoren plus vergeben und lernen. Vergeben und lernen religiöse Faktoren. Es gibt hier Unterschiede zwischen Menschen. Ja, das spricht nicht für alle, aber ich könnte hier solche Unterschiede sehen zwischen zwei Personen. Sogar Altersunterschied in manchen Fällen. Aber ich sehe hier vergangene Leben. Ja, also Menschen, die in vergangenen Leben schon eine Erfahrung gemacht haben. Ich spüre hier Seelenpartnern. Diese Situation ist hier schon zu spüren. Aber es gibt hier eine klare Veränderung bei dir. Es gibt hier einen neuen Zyklus bei dir, Skorpion. Augenblick, bitte. Ja, Wahnsinn. Sternzeichen Wassermann bei dir sehr präsent, aber und Waage, wow. Neunte Schwerter. Ich spüre hier schon eine Situation, die dir Sorgen macht. Eine klare familiäre Situation in manchen Fällen, muss ich schon sagen. Und schau mal, in der Mitte drei der Münzen. Klar könnte für manche Arbeit sein, natürlich. Ja, natürlich. Aber für auch eine andere Gruppe gibt es hier eine klare familiäre Situation. Schau mal bitte jetzt hier. Also Skorpion, ich rede hier über eine klare Gerechtigkeit. Zweimal die Karte der Gerechtigkeit. Zweimal. In der Mitte drei der Münzen. Ich kann nur wow sagen. Also hier wird es einfach eine Wahrheit geben. Es geht ja nicht anders. Wir reden hier über eine klare Wahrheit. Eine Wahrheit. Wenn ich jetzt mit einer Wahrheit rede, also wenn ich das sage, ist, weil das hier für dich große Veränderungen für dich hier geben. Also es gibt hier eine wichtige Sache. Ich rede hier über was Wichtiges. Ja? In deinem Leben. Das spricht nicht nur für nächste Woche. Was hier geschehen wird, ab nächste Woche, was geschehen wird, wird für dich für das ganze Jahr wichtig werden. Das ist, was ich meine. Ist eine wichtige Legung. Zweimal die Gerechtigkeit, sogar in einer Linie, ist es ja nicht selbstverständlich. Sternzeichen Waage bei dir, sehr präsent, ja. Aber Skorpion, ich sehe hier klare Veränderungen, ja, klare Veränderungen. In manchen Fällen doch eine Trennung und neue Anfänge. Eine Scheidung, neue Anfänge. Eine Kündigung und neue Anfänge. Ich sehe nochmals neue Kompromisse hier. Neue Verträge, ehrlich gesagt. Was ich dir sagen möchte, ist, dass es gibt hier klare Veränderungen in deiner Energie. Klare, deutliche Veränderungen, die für dich mit einer Übergangsphase zu tun hat. Das ist für dich das hier. Du bist in dieser Situation gerade, in dieser klaren Übergangsphase. Was mit einer familiären Situation zu tun hat. Ich sehe hier juristische Kommunikation nämlich auch. Ja, und auf jeden Fall sage ich dir eine Sache, Skorpion. Also ich habe hier mit Karma zu tun. Das heißt, jeder bekommt, was jeder verdient am Ende. Das ist ja deutlich, das ist klar. Ja, also das ist klar. Jeder bekommt, was jeder verdient. Es gibt hier eine klare karmische Situation und eine Gerechtigkeit. Ja.
Und die Familie ist sehr präsent hier. Sehr sogar. Deine Legung ist eine starke Legung. Schau mal bitte jetzt hier. Die Karte der Stern, sechste Kelche und die Gerechtigkeit. Wir haben hier die beste Karte im Tarot auf dem Tisch. Eine der besten Karten im Tarot, die Karte der Stern. Spricht auch für Hoffnung, für eine Führung. Es gibt hier eine klare Führung hier zu spüren. Eine Klarheit auf jeden Fall. Ich sehe natürlich hier Kommunikation über Internet. Kommunikation über Internet. Es gibt hier eine klare Seelenverbindung. Das muss ich schon sagen. Eine klare Seelenverbindung. Und ich meine, mit dieser Karte hier, diese religiösen Faktoren, ich sehe natürlich diese vergangenen Leben hier sehr stark zu spüren. Vergangenen Leben gibt es hier. Ja. Die Emotionen sind hier zu spüren, die Gefühle sind hier zu spüren mit dieser sechsten Kelche. Das Gefühl wäre hier, Skorpion, dass du zu einer bestimmten Situation geführt wirst. Es gibt hier eine klare Führung. Du wirst geführt. Du wirst hier geführt. Ja. Und die Klarheit ist nämlich in dieser Situation schon sehr, sehr stark präsent. Und eine Gerechtigkeit, ich kann das einfach nicht anders sagen. Das Wort bei dir, Gerechtigkeit, kann man hier groß schreiben. Groß schreiben, es gibt hier eine Gerechtigkeit. Es gibt hier Karma zu spüren, ja. Also dieses Gefühl wirklich von Balance, eine Situation zu balancieren. Und wichtige Karten auf den Tisch für dich. Wichtige Karten auf den Tisch. Wichtige Karten auf den Tisch. Ich spüre hier, dass du geführt wirst, Skorpion. Du wirst geführt. In manchen Fällen kannst du dir eine bestimmte Sache nicht klären. Du kannst es dir nicht klären, aber du wirst zu einer Situation geführt. Und für manche hat das doch mit einer Reise zu tun, sogar mit einem Umzug. Also, ich würde dir empfehlen, dass du wirklich mit diesen Veränderungen, Skorpion, einfach fließen kannst. Fließe mit den Veränderungen. Ja, lasse los und fließe mit den Veränderungen, denn das Gefühl hier wäre, dass du geführt wirst. Du wirst geführt. Aber ohne Zweifel. Du wirst hier doch deutlich geführt. Schau mal, die Karte des Wartens wert ist hier auch zu sehen. Ja, so ungefähr, das ist hier bestimmt. Es gibt hier eine klare Bestimmung, Skorpion. Es gibt eine klare Bestimmung. In manchen Fällen kannst du dir das hier nicht mal erklären, dass du zu einer Situation so geführt wirst. Denn es ist für dich bestimmt. Es gibt hier eine Bestimmung. Diese Bestimmung für dich kann mit Arbeit zu tun haben, mit einer Person zu tun haben. Ja. Du siehst ja Sternzeichen Wassermann bei dir sehr präsent. Und Waage nämlich auch. Also Luftelement überhaupt, sehr präsent bei dir. Es gibt hier eine Führung, ja? Eine klare Führung. Eine Veränderung. Und für jeder von uns spricht anders. Aber die Veränderung ist bei dir da. Das kann man nicht ändern. Ist da. Ist da. Schau mal bitte jetzt. Die Karte der Gerechtigkeit, Puppe der Stäbe und sechste Schwerter. Ja, nochmals diese Situation von verlassen. Ja, ich gehe, ich verlasse eine Situation, eine Person. Hier habe ich jetzt einen Puppe der Stäbe, Feuerelement,
Nochmals jetzt, ja. Das Gefühl für mich ist, es gibt hier eine neue Situation, die du jetzt entdeckst, ja. Eine neue Situation hast du entdeckt, was mit Arbeit zu tun hat. Könnte vielleicht doch auch mit einer Person zu tun haben, muss aber nicht sein. Es muss nicht mal mit Arbeit zu tun haben. Es kann einfach mit einer bestimmten, in einem bestimmten Bereich oder mit deiner Situation zu tun haben. Etwas Neues hast du vor. Du hast was vor. Du möchtest was Neues versuchen. Und du, es gibt hier deutliche, klare Veränderungen. Eine klare Veränderung, ja? Also ich bin schon mit deiner Energie sehr, ja, weil, also sehr beeindruckt, weil ich spüre hier eine wichtige Sache. Das ist hier wichtig. Das ist hier wichtig. Und nochmals, zweimal die Gerechtigkeit auf den Tisch ist ja nicht selbstverständlich. Ist zweimal die Gerechtigkeit auf den Tisch. Es gibt hier eine klare karmische Situation. Klare karmische Situation. Ja. Und dann noch in Begleitung mit Ast der Schwerter. Es ist hier, ja, für manche hat das hier mit einer juristischen Situation zu tun. Aber ich spüre hier, die Veränderungen sind da. Sind nicht leicht, nein, sind nicht leicht, aber die Veränderungen sind da. Rat des Schicksals nämlich auch. Die Veränderungen sind da. Die Veränderungen kann für jeder anders, sich anders zeigen, ja. Das ist ja klar. Aber am Ende sind wichtig. Egal wie sich zeigen, die Veränderungen sind wichtig. Es muss so sein. Die Energie hier bei dir will uns sagen, dass das, was wir hier haben, muss so sein. Egal wie schmerzhaft das ist, wie kompliziert das ist, es muss so sein. Es gibt hier eine klare Führung, eine klare Bestimmung und es muss so sein. Eine klare Gerechtigkeit. Es gibt hier eine Gerechtigkeit und es muss so sein. Es muss so sein. Ja. Uff, gefährte du. Ja, König der Münzen, König der Münzen, ja. Also, in manchen Fällen, wie gesagt, Skorpion, egal, es kommt drauf an, wie deine Situation ist, es kommt drauf an, aber natürlich kann das hier, ja, für eine Trennung reden, für eine Scheidung, eine Trennung, ja, natürlich. Für eine komplizierte Sache hier, Skorpion. Gerade sehe ich die Nummer 12, 12 in meine Uhr. Spricht für die Karte der Gehängte. Ja, Sternzeichen Fische. Aber auch einen Stillstand, eine Blockade. Also ich spüre hier eine komplizierte Sache. Skorpion, es gibt hier eine komplizierte Sache. Eine komplizierte Situation. Und nochmals, es kommt auf deine Situation drauf an. Aber ich kann hier mit einem Gefühl haben, also mit einer Enttäuschung auch zu tun haben, mit einem Gefühl von Traurigkeit, Enttäuschung, Verletzung, eine nochmals eine schwierige Situation, die sehr lang in der Zeit geht, jetzt sehr lang in der Zeit, eine schwierige Situation. Ja, tatsächlich. Ich meine, wie soll ich das am besten sagen? Also es gibt hier diese Situation, Skorpion. Und ja, für manche ist das hier, ist mit Zeit verbunden. Diese, was wir hier haben, ist mit Zeit verbunden. Und die Tatsache ist, dass wir als Ergebnis sechste Schwerter haben und sechste Schwerter deutet schon auf klare, komplizierte Veränderungen. Ja, die nicht leicht sind, gar nicht leicht sind.
Ja. Eine Wahrheit kommt ans Licht. Eine Wahrheit kommt ans Licht in Form von einer klaren Kommunikation. Ja, die Wahrheit zeigt sich verschieden. Das kann nochmals per Post kommen, Telefon oder egal wie. Aber hier gibt es, etwas kommt ans Licht, etwas erfährt man, ich erfahre eine Situation, etwas, ja, also etwas kommt hier ans Licht. Und es zeigt sich kompliziert. Es hat mit der Familie auch zu tun und es hat mit der Familie zu tun. Momentan haben wir eine komplizierte Energie, nicht nur bei dir, Skorpion, ne? Muss ich dir schon sagen. Also nicht nur bei dir. Und das ist hier zu spüren, ja. Das ist hier zu spüren. Dieses Gefühl von Loslassen, von Traurigkeit, von klare Veränderung und eine, das wird nächste Woche nochmals mit dieser juristischen Situation zu tun haben. Darüber reden wir bei dir schon oft, Skorpion, ja, über eine juristische Sache reden wir schon oft und immer wieder. Und ich denke, das hat nochmals hier mit einer familiären Situation zu tun. Ja. Ja. Skorpion, Veränderungen sind da, was positiv ist am Ende. So müssen wir es immer wieder sehen, immer wieder, egal wie das ist, egal wie diese Veränderungen sich zeigen. Veränderungen sind immer nötig und wichtig, weil das heißt für uns sowieso, wir müssen hier was verändern. Also es ist ja klar, ja, in unserem Leben muss sich ja was verändern. Und von da aus es ist ja so und nicht anders. Und natürlich jetzt nicht vergessen, das sind immer Lernaufgaben für uns. Und es kommt immer wieder einen neuen Zyklus. Ich spüre bei dir natürlich einen neuen Zyklus. Für manche sogar, ich sehe hier, es könnte hier sogar für neue Kompromisse reden. Neue Kompromisse, die für dich sogar mit Arbeit zu tun hat, in einem anderen Bereich für dich zu tun hat oder mit einer Person. Es kommt drauf an. Aber die Veränderungen sind da. Und ja. Für manche sogar einen Umzug, natürlich. Einen Umzug in einen anderen Land. Ja. Achtung hier, ich sehe hier eine wichtige Sache. Wie das hier für dich spricht, weiß ich nicht. Aber das ist hier wichtig. In manchen Fällen einen neuen Vertrag, eine Unterschrift, eine wichtige Unterschrift, was mit Arbeit zu tun hat. Eine wichtige Unterschrift. Und dafür musst du auch umziehen. Für diese neue Situation, die du hier anfangen möchtest. Ich sehe hier eine neue Person bei dir oder eine neue Sache, eine neue Situation, die dann mit Veränderungen verbunden sind. Aber Skorpion, ich spüre bei dir einen Loslassen, dieses Gefühl von, ich lasse jetzt los, ich lasse los. Und ich gebe mir zu diesen Veränderungen. Ja, also ich stehe dafür und es gibt hier eine positive Energie am Ende. Aber nicht leicht. Nein, nicht leicht. Ne? Das ist, was ich dir sagen möchte, Skorpion. Die Veränderungen sind da für dich und wirklich da. Ne? Also das sage ich dir. Aber die sind nicht leicht. Nein. Ne? Also es ist immer eine neue Herausforderung, kommt immer wieder auf uns zu. Und das ist einfach so. So ist das Leben und so müssen wir es nehmen, ja. Es kommt immer wieder eine neue Herausforderung, aber ja, die Veränderungen sind da. Das muss ich dir schon sagen, Skorpion. Du siehst ja, welche Karten auf dem Tisch sind, was wir hier haben und jetzt kommt auf deine Situation drauf an und nur du weißt, was das hier für dich heißt. Auf jeden Fall bereite dich schon vor, weil man spürt hier schon,
einen neuen Zyklus. Ja. Einen neuen Zyklus auf jeden Fall. Ja, aber deutlich, deutlich. Ich danke dir für deine Likes, für deine Abos, Skorpion. Dankeschön und bis bald. Tschüss.